Sind Webcams am Strand, mit denen man in die Strandkörbe hineinzoomen kann, eigentlich erlaubt? Wir klären es in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wildeburger und Solmecke. Und wenn ihr gerade aus dem Urlaub zurückkommt, dann hat euch vielleicht der ein oder andere Kumpel gesehen im Internet, wenn ihr da am Strand rumgelaufen seid und ihm vorher gesagt habt, an welchem Strandabschnitt denn ihr gewesen seid. Das ist nämlich möglich über Webcams. Fast jeder Strand hat mittlerweile Webcams und die werden immer besser. So auch die Webcam in Norddeich in Ostfriesland. Diese Webcam war so gut, dass Besucher im Internet sie nehmen konnten und in die einzelnen Strandkörbe hereinzoomen konnten. Einem Strandbesucher wiederum schmeckte das gar nicht. Der beschwerte sich bei der Stadt und die hat die Webcam abgeschaltet. Und ich habe mich gefragt, hat sie die Webcam zu Recht abgeschaltet oder zu Unrecht abgeschaltet? Und warum ist dieses Problem Webcam in der Vergangenheit eigentlich so wenig betrachtet worden? Nun, bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass touristische Webcams erst einmal in Ordnung sind, sofern einzelne Personen darauf nicht erkennbar sind. Wenn es also nur darum geht, zu schauen, wie ist das Wetter, Wind, Wellen und man hat einen großen Winkel, in dem man schwenkt, dann sind diese Webcams nicht persönlichkeitsrechtsverletzend, weil man keine einzelnen Menschen erkennen kann. Schwieriger wird es dann, wenn diese Webcams, wie in letzter Zeit immer häufiger, jetzt hochauflösend werden und man dann einzelne Personen sich rauspicken kann. Denn dann ist eine Überwachung möglich. Wenn dann ein ganzer Strandabschnitt noch mehrere Webcams hat, dann kann man sogar die Wege der Menschen verfolgen. Und wenn der Ort dann auch noch Webcams hat, kann man also umfassend die Menschen in einem Urlaubsort beobachten. Insofern kann man in diesem Moment nicht mehr davon reden, dass Personen nur noch ein sogenanntes unwesentliches Beiwerk, also Teil einer Landschaft sind und sich gerade nicht dagegen wehren können, gefilmt zu sein, sondern in dem Moment, wo eine Webcam die Möglichkeit des Zoomens bietet und die Möglichkeit, Menschen deutlich erkennbar, wahrscheinlich sogar dann noch im Vordergrund darzustellen, sind solche Webcams verboten. Und das gilt nicht nur für Webcams, die ihr am Strand, falls ihr ein Haus in einer Urlaubsregion habt, positioniert, sondern es gilt theoretisch auch für Webcams, die ihr bei euch in der Stadt aufstellt, dann auf eurem Haus, aus eurer Wohnung und dann den laufenden Verkehr filmt. Immer dann müssen die Persönlichkeitsrechte beachtet werden und im Zweifel kann auch das Datenschutzrecht hier noch reinspielen, wenn man erkennbar Personen damit überwachen kann. Also ein erstaunliches Ergebnis. Ich habe mich auch gewundert, dass dazu bislang relativ wenig veröffentlicht worden ist. Es geht immer um Webcams in Warenhäusern. Es geht um Webcams, mit denen eine Kasse im Supermarkt kontrolliert wird. Dazu gibt es sehr viele Aufsätze. Für private Webcams gibt es noch relativ wenig juristische Literatur. Offenbar waren diese Webcams in der Vergangenheit so schlecht, dass man nie von einer Persönlichkeitsrechtsverletzung reden konnte, aber das hat sich geändert. Mittlerweile ist die Auflösung so groß und so gut, dass man da einzelne Personen rauspicken kann und dann liegen Verletzungen vor, sodass der Einzelne sich dagegen wehren kann. Falls ihr eine Webcam installiert habt, dann achtet darauf, dass nur euer eigener Hausbereich gefilmt wird, nicht der öffentliche Raum. Dann gibt es auch keinen Ärger mit den Nachbarn. Und wer das Thema Webcam-Überwachung noch detaillierter wissen will, es gab da eine interessante Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu, haben wir hier was zugemacht, könnt ihr euch auch noch anschauen. Ebenfalls ein spannendes Video. Hat euch der Kanal gefallen? Abonniert uns und morgen seht ihr uns mit einem neuen interessanten Rechtsfall wieder. Tschüss und bis dahin.